Hallöchen, meine Lieben. Ich melde mich zurück mit einer Kooperation und zwar Gott sehr schön und Gott sei Dank und wirklich wunderschön. Ich freue mich da immer sehr. Zwar mit In Love Art Shop. Zu finden übrigens auch bei Instagram. Auch sehr fleißig und liken auch Bilder und veröffentlichen auch, wenn ihr mit denen eine Kooperation habt, verlinken die sogar eure Bilder auch. Also wirklich sehr schön auch Social Media mäßig. Und ich war bis jetzt mit den Produkten immer zufrieden, außer eine Standschablone, die hat ein bisschen mal gezickt. Stempel finde ich auch sehr schön. Und dann ist für mich klar, dass ich da auch gerne für weitere Kooperationen jederzeit bereitstehe. Genau. Und alle Links findet ihr, also alle Links zu meinen Produkten findet ihr in der Infobeschreibung. Zusätzlich auch einen Rabattcode. Und jetzt möchte ich euch mal meinen riesengroßen Stapel zeigen. Das ist den Stapel, den wir uns jetzt vornehmen. Und zwar habe ich zu jedem Artikel, den ich mir ausgesucht habe, auch passende Beispiele. Jawohl. Fangen wir an. Ich war diesmal sehr fleißig, habe auch diesmal für die Kooperation ein bisschen länger gebraucht. Der Shop weiß aber Bescheid. Und ja, genau. Fangen wir an mit dieser Stanzschablone. Wo ist das Tütchen? Tut mir leid, ich habe das Tütchen verlegt. Ich kann das Tütchen jetzt nicht mehr zuordnen. Oh, oh. Das tut mir jetzt leid. Oder ist es das? Ich weiß es nicht. Das müsste es sein. Passt das da rein? Sorry, Leute, ich weiß nicht mehr die Tüte. Ich weiß es leider nicht mehr. Auf jeden Fall, diese Stanzschablone, wie gesagt, findet ihr aber unten in der Infobeschreibung. Das müsste ja dann was mit Butterfly, also mit Schmetterling heißen. Diese Stanzschablone, und die finde ich sowas von schön. Und sie ist auch sehr schön groß. Wir schauen gerade mal oben von den breitesten Flügeln. Ist sie 10 und von, sagen wir auch mal, von Höhe Flügel bis Ende Flügel 8. 10 mal 8, also schon ordentliche, schöne Größe. Da habe ich einmal dieses ausgestanzte Ding mir behalten. Das kann man ja noch schön als Schablone benutzen. Und diese Sachen habe ich daraus gemacht. Einmal eine ganz schlichte Karte, einfach nur einen weißen Kartenrolling und einen roten Spiegelkarton, rote Glitzersteinchen und dann gute Besserung. Kann man immer gebrauchen. Und ihr seht auch schon, die Schablone stanzt hier die nochmal einzeln aus. Könnt ihr weglassen, könnt ihr aber so wie ich auch reinkleben. Bleibt euch überlassen. Finde ich auf jeden Fall sehr genial. Und ja, ging durch wie Butter, durch die Big Shot oder durch die Stanzmaschine generell. Die Sachen haben sich auch super toll rausgelöst. Das war jetzt Spiegelkarton und das hier ist normaler Karton. Und da mit den besten Wünschen auch recht schlicht und edel gehalten, weil ich finde, der Schmetterling macht einfach schon so viel her. Und ich bin auch kein richtiger Fan von Mattungen. Ich habe immer gerne, wenn man auf den Kartenrolling direkt was macht. Also kommt immer drauf an, aber hier hatte ich jetzt einfach Bock drauf, die so schlicht wie möglich zu halten, weil der Schmetterling halt schon ultra schön ist. Das sind noch Die-Cuts aus meinem Sortiment. Also es geht hier wirklich nur um den Schmetterling. So könnte es aussehen. Genau. Haben wir einmal das. Dann als nächstes, das ist diese Tüte, aber wie gesagt, steht auch in der Artikelbeschreibung. Also es steht alles, alle Produkte sind in der Infobox verlinkt. Und zwar handelt es sich hier um dieses große Meisterwerk. Und ich finde sie wunderschön. Und ich wusste auch, dass die so groß ist, weil die Maße stehen auf der Homepage auch immer dabei. Und seht ihr, es ist ein dicker, fetter Vogel auf Schnörkel. Und der ist groß, messe ich mal von hier oben dem Schnörkel bis unten zum Ende vom Schwanz. Das sind 15 mal, messe ich von hier nach da, ja, 15 mal 15 groß. Und sehr, sehr, sehr schön.
Daraus ist auch eine sehr schlichte Karte geworden. Und zwar auch wieder nur ein weißer Kartenrolling, also ein weißer Kartstock gefaltet halt. Und einfach nur den Vogel mit Watercolor-Papier ausgestanzt und noch ja, Glitzersteinchen dabei. Und hier kann man ja immer noch einen Spruch beimachen, aber ich wollte es gezielt jetzt erstmal so lassen, damit es einfach auch wirkt. Und das ist aus dem Marble-Block vom Action. Das ist halt so ein Farbverlaufpapier, wie auch der Schmetterling gerade eben. Und es wirkt einfach von sich aus halt schon prächtig und ist wunderschön. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt hier noch Glitzerakzente setzt, hier oben wirklich noch einen Spruch oder ein 3D-Element, sähe es auch geil aus. Genau, dieses fette Ding. Dann habe ich was, da muss ich mal schauen, was da alles zugehört. Genau, das ist einmal diese Produkt-Dingsbums-Nummer. Und hier steht auch die Größe 99 mal 102 mm, also 9,9 cm mal 10,2. So, und es handelt sich um diese Stanzschablone. Ich hatte schon mal, aber es hat nichts mit Inlove Art zu tun. Ich hatte das auch schon bei Markenstanzschablonen von Hunky Dory und so, hatte ich das auch schon. Je filigraner so eine Schablone, desto schlechter lassen die sich meist stanzen. Das hatte ich jetzt bei der, wie gesagt, bei einer Hunky Dory, bei einer anderen von AliExpress und bei einer anderen von Inlove Art auch Backpapier und Alupapier probiert. Für solche Sachen braucht man schon etwas Geduld. Ich habe auch noch Pappe dazwischen gelegt. Das hier ist mein erster Versuch. Die sind alle gut geworden. Viel Arbeit, hinterher das Zeug rauszulösen, trotz Bürstchen. Das hier war auch so Farbverlaufpapier und ihr seht es auf der Rückseite, manchmal hat sich es halt nicht rausgelöst, deswegen musste ich es dann selbst noch rausziehen. Überall, wo weiß ist, hier wo großflächig weiß ist, musste ich es halt selbst noch rauspopeln. Das ist einmal nur die Ausstanzung und dann habe ich es anschließend, das war das erste, weil da sind auch noch die Sachen drin. Weil es mir das blöd war, die noch rauszufummeln. Aber das habe ich nochmal gemacht und daraus ist diese Karte entstanden. Also man braucht ein bisschen Geduld, die stanzt und alles. Aber ihr kennt, bei manchen Stanzschablonen gehen die kleinen Teile schwuppdiwupp einfach so raus und bei manchen muss man halt ein bisschen Geduld haben. Ist halt so. Es kommt auch immer auf den Druck und die Pressung an, auf das Papier und. Das hat so viele Faktoren, wo das mit zusammenhängt und genau, aber herausgekommen ist diese wunderschöne Karte. Ein bisschen Packpapier, ein bisschen Vellum, Einspruch, Glitzersteinchen, One Layer und fertig. Wunderschön, wie ich finde. Hier hatte ich auch das Archival Ink ausprobiert. Geht auf Vellum nicht so, da bin ich dann wieder zu meinem Stayson gewechselt. Also ist es schon gut, wenn man mehrere Stempelkissen hat. Ich habe jetzt 3 schwarze und alles sind für was anderes zu gebrauchen. Ja. So, dann habe ich das hier. Hier ist noch eine Tüte. Ich weiß nicht mehr, wozu das gehört. Scheiße. So, aber das weiß ich ganz sicher. Und zwar einmal mit dieser Artikelnummer haben wir ein Eis. Dazu gehört einmal die Eistüte komplett. Dann nur das untere von der Eistüte, ein Eisbällchen. Und dann haben wir hier noch 2 Kreise, was eine Kirsche und so ein Lichtpunkt auf der Kirsche oder Streusel, wenn man das mehrfach ausstands darstellen soll. Und ja, natürlich, was macht man daraus? Ein paar Eischen. Da habe ich jetzt keine spezielle Karte rausgemacht, sondern tatsächlich einfach nur ein paar Eis. Ihr seht aber, dass nur diese hier eine Kirsche hat, weil das gefällt mir mit der Kirsche, gefällt mir nicht. So, hier habe ich dann dieses gestreifte graue Papier als Grundelement genommen, die Eistüte extra und nochmal extra eine Eiskugel, statt die da bündig drauf zu kleben, einfach oben drauf, sodass es halt ein zweistöckiges Eis ist. Das hier ist so, wie es, glaube ich, gedacht ist. Das ist so das Ursprungseis, sagen wir mal. Genau, das hier ist damit 2 gelayerten Cardstocks. Also hier habe ich ja den
Grund, dass das so gelassen. Wisst ihr, wie ich meine? Hier habe ich bei der ersten Kugel Eis nichts mehr extra drauf geklebt. Da habe ich dann aber extra noch drauf geklebt. Und hier haben wir noch ein dreistöckiges Holo-Glitzereis. Ja, finde ich ganz witzig und finde ich ganz goldig. Dann haben wir, ja, das hat Zeit gedauert, weil es einfach Zeit dauerte. Toll, toll, Christina. Nee, weil ich so viel davon gemacht habe, in so vielen Varianten. Und ich zeige es euch. Da muss ich sagen, die Schanze, klar, die Schanze kam an. Und da habe ich schon eigentlich, ja, klingt doof, aber da habe ich tatsächlich vergessen, dass ich diese Schanze gekauft habe und wusste dann im ersten Moment auch nicht, uiuiui, was machst du daraus? Und zwar sind das diese Holzscheiben. Irgendwas werde ich mir aber wohl beim Kauf gedacht haben. Vielleicht komme ich da irgendwann nochmal drauf. Für mich sind es Holzscheiben, sie werden aber als Blume verkauft. Da kann man halt, ja, Blumen, das sind Blumenblätter, und wenn man die stapelt oder zurecht dreht und noch ein bisschen walzt und so, kann man da Blumen rausmachen, aber habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich sehe da keine Blume drin. Irgendwie, ja doch, es könnte eine Blume sein. Vielleicht mache ich es nochmal nachträglich, eine Blume raus, aber was ich dafür dann in Gedanken hatte, ist, dass ich die Dinger, ich habe die waren alle ineinander. Das war eine Stanzschablone quasi. Die haben ja dann immer die Nöppelchen, die man abmachen muss. Und ja, das habe ich jetzt einfach mal verwahrt als Schablone. Und ich habe mir das Ding, das sind 7 Stanzschablonen, ich habe das 7-mal ausgestanzt, immer mit verschiedenfarbigem Papier und habe jetzt 7 Karten. Und zwar sieht das Ganze so aus. Einfach dann, genau so waren die halt zusammen. Hier sieht man noch diese Eindrücke von diesen Stegen. Und ich meine, kann ich jetzt immer noch so stanzen, muss ich halt nur mit Washi-Tape befestigen. Aber solange die noch aneinander waren, habe ich mir gedacht, mache ich mir mal den Spaß. Und das ist alles halt verschiedenfarbiges Papier, daraus die entstanden. Und die sind halt auch alle ähnlich, weil es halt alles das gleiche Papier ist. Ich habe immer darauf geachtet, dass 2-mal Holopapier drin vorkommt und wenn möglich keine Farbdopplung da ist. Aber fand ich halt total interessant. Hier habe ich extra drauf geachtet, dass die nur hauptsächlich lilafarben ist. Finde ich cool. Ich habe aber zusätzlich auch noch ein Embellishment gemacht. Und zwar auch mir mit 3D-Klebepads zusammengeklebt. Und einfach so ganz schlicht. Einfach 3-mal den Kreis ausgestanzt, übereinander geklebt und ein Schmetterlingchen drauf. Genau, so ist das. Und jetzt kommen wir zu einem Highlight, wie ich finde, weil sehr schön. Das müsste das Tütchen sein. Und die ist groß 14 x 9,6 cm. Und es handelt sich um dieses Ding. Das wird als Wave verkauft, also als Welle. Das stanzt dieses Rechteck wird ausgestanzt und das hier wird nur reingeprägt. Ich habe das aber im ersten Moment gar nicht als Welle oder als Wasser so wahrgenommen, sondern ich habe direkt an dieses Bild gedacht von diesem einen Künstler. Gerade hatte ich es noch auf der Zunge. Wisst ihr, mit diesem Sternenhimmel, das heißt das auch Sternenhimmel? Ist das vom Ding? Wir mussten das mal in der Schule malen. Das ist ein Gemälde, Sternenhimmel, von wem ist das? Das ist ganz bekannt, ganz berühmt. Ich muss mal kurz auf Pause machen. So, ich habe es gesucht. Ich wusste noch, dass es der Goch heißt und irgendwas mit Sterne. Auf jeden Fall hat mich diese Stanzschablone, wenn man die andersrum hält, so sehr an dieses Bild erinnert. So, und da musste natürlich dann auch ungefähr sowas daraus folgen. Und zwar ist das hier meine Interpretation dieser Stanzschablone. Aufgeklebt ist es auf blauem Cardstock zum so öffnen, mal was ganz anderes. Ihr seht hier die Prägung. Sie fällt natürlich durch die Farbe jetzt nicht mehr so sehr auf. Und das sind die Nouveau Shimmer Powder.
Ist ja Watercolor quasi. Und diese Häuser sind Standschablonen aus dem Action, Glitzersteinchen, was weiß ich, woher die mal sind. Aber halt, es geht ja hauptsächlich um den Hintergrund. Das ist die Standschablone von In Love Art. Also man sieht es jetzt nicht so und es fällt auch nicht direkt auf. Aber wenn man hinguckt, sieht man, also wenn man die also auch vor sich hat, live in der Hand, dann macht das einen ganz, ganz, ganz genialen Eindruck. Und es ist ja oft so, dass wenn man nur etwas geprägt hat, dass es durch Farbe dann manchmal untergeht. Auf jeden Fall habe ich einmal die hier gemacht und dann habe ich mir gedacht, weil das halt Wellenwasser sein soll, habe ich auch eine Wasserkarte rausgemacht. Und zwar diese hier. Vom Prinzip das gleiche Cardstock zum so aufklappen. Nuvo Schimmerpowder, Glitzersteinchen und die Stempel sind von Craft Emotions. Ocean heißen die. Und ja, diesmal sind die Wellen, also das Geprägte natürlich unten, weil sind ja Wellen, oben war es ein Sternenhimmel. So. Koloriert mit Buntstiften aus dem Action diesmal, weil ich meine guten, ja, hätte ich freiräumen müssen, habe ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Und ja, wie ich finde, dass ich muss mich ehrlich mal selbst loben, momentan bastel ich so, so wunderschöne Karten. Und ich hätte auch echt nicht gedacht, dass ich mal so schön bastel. Also guckt mal, die beiden Karten sind doch wirklich ein Traum. Und Eigenlob stinkt, aber ich bin da verdammt stolz drauf, weil ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, dass ich vielleicht komplett aufhöre zu basteln, weil mir einfach auch nichts gelingt. Ich bei mir selbst nichts schön finde und mir auch irgendwie alles zu viel wird. Aber wenn dann solche Sachen hierbei rauskommen, denke ich mir einfach nur, boah, geil, Christina, du hast es drauf, auch du kannst was. Und bitte, Leute, denkt ihr auch immer so, auch wenn ihr eure Sachen hässlich findet, Hauptsache, es macht euch Spaß oder es muntert euch auf und seid froh, dass, wenn da mal sowas Tolles rausspringt, seid froh, dass oder freut euch, dass euch das auch mal gefällt. Also nicht immer alles schlecht machen. Ich glaube, das ist halt der große Fehler, den auch ich habe, dass man sich selbst oft sehr, sehr kritisch sieht. Und man gibt dann anderen immer Ratschläge wie, ey, ist doch schön, lass den Kopf nicht hängen, Hauptsache macht Spaß. Ja, aber man selbst ist halt sehr, sehr kritisch mit sich. Und da kann ich mir vorstellen, dass es halt natürlich auf Dauer runterzieht. Aber lasst euch gesagt sein, bleibt am Ball. Und man kann nur besser werden und Hauptsache ist tatsächlich, dass man irgendwie wenigstens in dieser Zeit ein bisschen Entspannung oder Zeit für sich hatte, egal ob hässlich oder schön. Es wird immer Leute geben, die es schön finden und toll finden, auch wenn ihr es vielleicht gerade nicht so seht. Okidoki, das war's. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder schönen Abend, gute Nacht, wie auch immer und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!